Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mir ja schon gedacht, liebe Oppositionspartei Union, dass Sie die polizeiliche Kriminalstatistik in genau dieser Art und Weise vorstellen werden, dass Sie Daten aus dem Zusammenhang reißen, um das Bild zu erzeugen, welches Sie erzeugen wollen. Ich werde das nun für Sie, meine Damen und Herren, sachlich einordnen. Ein Satz noch dazu, weil Sie die Abschiebepraxis aufgeführt haben. Sie wissen, dass die Länder dafür zuständig sind, und Sie wissen auch, dass da auch einige unionsgeführten Länder Innenministerinnen und Innenminister ein schlechtes Bild machen. Gestern wurde die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2023 vorgestellt. Wir sehen alle eine gestiegene Gewaltkriminalität, mehr Jugend- und auch mehr Ausländerkriminalität. Der Anstieg der Kriminalität ist ein Thema, das verständlicherweise für Beunruhigung sorgt. Einer der Hauptfaktoren für den Anstieg der Fall- und tatverdächtigen Zahlen hängt mit der Migrationsdynamik zusammen. Deutschland verzeichnet nach wie vor eine hohe Zuwanderungsrate. Dadurch steigt die Bevölkerungszahl, und der Anteil der Nichtdeutschen an der Gesamtgesellschaft nimmt proportional zu. Wir nehmen das nicht einfach so hin. Ganz im Gegenteil, wir nehmen die Veränderungen in der Kriminalitätsentwicklung der letzten Jahre sehr ernst und beziehen diese in all unsere Entscheidungen mit ein. Wir schaffen die besten Voraussetzungen, um den aktuellen Gefährdungslagen stetig konsequent zu begegnen. Der Schutz der inneren Sicherheit hat für uns nach wie vor höchste Priorität. Wir haben gerade im letzten Jahr 1.000 Bundespolizisten eingestellt, mehr Stellen dafür geschaffen, und wir haben auf dem Haushalt 2024 dem die Priorität zugestanden. Was dabei nicht hilft, ist, die Zahlen der PKS in den falschen Kontext zu setzen und alles, was wir bisher geschafft haben, um Kriminalität zu bekämpfen und Sicherheit zu gewährleisten, zu leugnen. Sie, liebe Union, haben in diese Aktuelle Stunde einberufen, um in leider inzwischen so bekannter Manier die Ampel ihrer vermeintlichen Unzulänglichkeit vorzuführen. Sie schüren Ängste, das ist nicht gut. Denn um die polizeiliche Kriminalstatistik richtig auszuwerten, was keine einfache Aufgabe ist und gewisse Kenntnisse voraussetzt, muss man das Zusammenspiel der vielen Ursachen und Faktoren verstehen und berücksichtigen. Denn auch die erhöhte Mobilität nach der Pandemie und die Rückkehr ins normale öffentliche Leben bieten mehr Straftatenanlässe und zählen zu den wichtigsten Faktoren für den Anstieg der Kriminalität. Und auch die aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Belastungen beeinflussen diese Prozesse und spielen eine große Rolle. Wir haben übrigens, und das möchte ich auch noch mal sagen, in der Flüchtlingskrise 2016 hatten wir 500.000, eine halbe Million Straftaten mehr als jetzt 2023. So, ne? Nur eine Zahl für Ihren Kopf. Der überproportionale Anteil ausländischer Tatverdächtige darf nicht zu einem Generalverdacht führen. Millionen Ausländer leben in Deutschland und begehen keine Straftaten. Auch im Hinblick dieser Entwicklung wird gehandelt. Auch hier gilt der Grundsatz Null Toleranz. Für ausländische Täter bedeutet das neben den strafrechtlichen Konsequenzen auch, dass sie das Land deutlich schneller verlassen müssen. Mit den neuen restriktiven Abschieberegeln können sich ausländische Straftäter der Abschiebung deutlich schwerer entziehen. Unsere Antworten auf den Anstieg der Kriminalitätszahlen sind eindeutig Strafverfolgung, also repressive Maßnahmen. Die Täter müssen die Konsequenzen ihres Handels deutlich spüren, ganz egal, zu welcher Bevölkerungsgruppe sie gehören. Wir verzeichnen übrigens auch eine sehr hohe Aufklärungsquote von 58,4%. Die hohe Quote ist ein klares Zeichen für die wirksame Arbeit unserer Sicherheitsbehörden. Und wir wissen, wie wichtig Prävention ist. Programme wie Kurve kriegen zeigen deutliche, starke Ergebnisse. Wir müssen bei den sozialen Ursachen ansetzen, die sich hinter Kriminalität und Gewalt verbergen. Dazu gehören unter anderem fehlende Schulabschlüsse und Perspektivlosigkeit sowie auch Kinderarmut. Die wirkungsvolle Prävention ist eine gute Sozial- und Bildungspolitik, dem wir uns als Sozialdemokraten verpflichtet haben. Dafür kämpfen wir jeden Tag. Das sind die wichtigen Schlussfolgerungen, die wir aus diesen vorliegenden Zahlen ziehen sollen.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, lassen Sie sich bitte nicht verunsichern. Wir leben nach wie vor in einem der sichersten Länder der Welt. Liebe Oppositionspartei Union, lassen Sie uns über dieses wichtige Thema konstruktiv sprechen. Nutzen Sie diese nicht als Anlass, um zusammenhanglose Aussagen zu verbreiten. Vielen Dank.